Was ist vollständiger Wettbewerb? Nun, vollständiger Wettbewerb setzt Voraussetzung für den vollständigen Wettbewerb ist der vollkommene Markt. Was der vollkommene Markt ist, haben wir an anderer Stelle geklärt. Das ist ein Markt mit theoretischen Idealbedingungen. Ja, auf dem vollkommenen Markt gelten theoretische Idealbedingungen. Jeder weiß alles, jeder hat also alle Marktinformationen, kann unendlich schnell reagieren, es gibt keine Präferenzen. Ja, das sind wesentliche theoretische Idealbedingungen des vollkommenen Markts. Wie gesagt, Details habe ich an anderer Stelle erklärt. Das ist also die Voraussetzung für den vollständigen Wettbewerb. Und wenn der vollkommene Markt gegeben ist, dann bedeutet vollständiger Wettbewerb, bedeutet viele Anbieter und viele Nachfrager. Man kann das auch anders formulieren. Viele Anbieter und viele Nachfrager bedeutet eine polistische Struktur. Und zwar auf beiden Seiten, auf der Anbieter- wie auch auf der Nachfragerseite. Okay, im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.